Ihr könnt mich mal, ihr blöden Idioten, das. Also ehrlich, das kann doch wohl nicht wahr sein, was die sich herausnehmen. So eine Affen, das. Mann, 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 bloß runter hier, sonst verbrennen mir gleich die Füße. So eine Knallköppe, das. Ich raste gleich aus, das gibt's doch gar nicht. Mann, Mann, Mann! Mensch! So eine Affen! Da arbeitest du ewig, um dir was aufzubauen, schaffst extra dafür einen Zug an, mit einem extra Tanktrailer, einer teuren Zugmaschine, machst irgendwie eine Eurasien-Tour, ja, um gut bei denen dazustehen, und am Ende kündigen dir die den Vertrag. Ich könnte austicken hier. Meine Fresse. Mann, 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 Mann. Mal runterschalten, wenn ich jetzt die Jungs dazu schalte. Ja, einen nicht so schönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde. Euch wünsche ich natürlich einen wunderschönen guten Morgen. Aber für mich ist es einer der beschissensten Morgen, die ich wirklich seit langem hatte. Absolut beschissener Morgen. Ich stehe in Turin bei FCP. Das ist hier quasi die BCP, mit der ich ja den Vertrag habe, für die ich auch den Kasselaner angeschafft hatte. Und die haben mir gerade aus internen Gründen einfach so den Vertrag gekündigt. Ich sagte, wir haben einen Vertrag, ich habe mich darauf verlassen, ich habe den Zug hier angeschafft, was ist denn los mit euch? Ja, verklagt uns doch. Verklagt uns doch, haben sie mir gesagt. Die wissen ganz genau, dass ich dann ganz andere Probleme am Stiefel habe und das höchstens der Insolvenzverwalter dann machen wird. Jetzt fällt mir der Vertrag hier weg. Also, das kann doch. Ich sehe schon. Ich muss erstmal beruhigen. Ich muss mich erstmal beruhigen. Ich könnte austicken, Leute. Ich könnte richtig austicken gerade. Mann, 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 ey. Weißt du, da baust du das alles auf. Ich habe auch diesen Vertrag hier lange drauf hingearbeitet mit BCP. Und das war am Ende ein guter Vertrag, den ich ewig verhandelt habe vorher. Da machst du diese Tour für die. Und dann nehmen sie dich, drehen dich um, packen deinen Oberkörper über die Tischplatte, ziehen die Hose und den Rest könnt ihr euch vorstellen. So fühle ich mich gerade. Und das ist nicht zum Lachen. Absolut nicht. Aber ihr könnt ja nichts dafür. Ich bin halt nur. Das muss raus. Da muss ein Ventil auf. Weil, ich bin lang genug Unternehmer, um jetzt zu erkennen, was alles vor mir liegt. Und ich hoffe nicht, dass wir uns jetzt, dass es das letzte Video ist. Ach, ehrlich, ich muss. Ich werde erstmal Sven anrufen und dann den Marian. Na, geh da ran. Max. Hi Sven, ich bin's. Der Tom. Ah, hi Tom. Ja, ich bin gerade hier bei FCP in Turin raus. Naja, Und. stimmt ja, du bist ja da unten in Italien unterwegs. Ja, genau. Ich bin gerade auf 180 innerlich. Das reicht Oh. eigentlich gar nicht. Sven, pass auf, wir müssen uns treffen in Kassel. Das hilft alles nichts. Weißt du schon, wann du wieder in Kassel bist?
Ja, also Miller hatte mir schon gesagt, dass ich nach Kassel kommen soll. Okay, das ist gut. Pass auf, dann sieh zu, wenn du jetzt noch eine Tour hast, bring sie zu Ende. Ich muss jetzt auch erstmal von Turin nach Kassel hochkommen, aber wir müssen uns auf jeden Fall in Kassel treffen. Ich werde jetzt Marian anrufen und ja, dann schauen wir da weiter. Aber bring LKW mit, bring den Zug mit. Und ich will jetzt hier noch nicht großartig was erzählen, aber wir müssen schauen. Müssen wir uns auf jeden Fall in Kassel treffen. Das ist im Grunde genommen eigentlich schon alles. Mehr, es tut mir leid, mehr kann ich momentan noch nicht sagen. Weil BCP hat mir hier den Vertrag gekündigt und ist alles andere als schön gerade. Oha, das ist aber nicht wirklich schön. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall, Miller hatte mir schon eine Tour von Hamburg nach Hannover runter. Und dann sagte sie auch, ich soll von Hannover aus komplett egal, Ladung, Nichtladung nach Kassel. Ja. Ja, genau. Also mach das so. Ich bin, denke ich, in spätestens 2 Tagen bin ich oben. Ich muss gucken, was ich hier noch mache. Ich werde auch nochmal einen Luigi anrufen. Aus bestimmten Gründen. Ich will da jetzt noch nicht zu weit greifen, aber das ist, kannst du dir selber wahrscheinlich schon vorstellen. Nichtsdestotrotz, extrem geiler Motorsound gerade hier. So ein Lamborghini vorbeigefahren. Pass auf, mach eigentlich einfach, komm nach Kassel, versuch noch, wenn du einen Auftrag hast, zu fahren. Dass wir die Kohle mitnehmen und dann treffen wir uns in Kassel. Also alles klar, also bis auf Weiteres bleibe ich dann erstmal in Kassel. Genau, alles klar. Okay, Okay, Sven, wir sehen uns, ne? dann jo, auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao. Jo, ciao. So, ich würde mal Marian anrufen. So eine Scheiße. Ach, grüß dich, Marian. Hörst du mich? Gut, deine Stimme zu hören, mein Lieber. Schon mal versucht anzurufen, aber geht ja nicht. Ich Ist ja nicht. war es vorhin gerade, weil ich habe, glaube ich, deinen Anruf gesehen, aber ich war ja gerade bei FCP drin, also in Turin stehe ich. Und da konnte ich nicht rangehen, weil, ja, also die Kacke ist am Dampfen, anders kann man es nicht bezeichnen. Pass auf, die haben mir jetzt hier in Turin, als ich das abgeliefert hatte, nach der riesigen Eurasien-Tour, wo ich schön für die Werbung gefahren bin, Vertrag gekündigt. Ja. Also ich bin gerade hier vom Gelände runter, ich könnte kotzen. Wenn ich jetzt einen Brandsatz hätte, also würde ich für nichts garantieren. Ich habe irgendwie sowas schon vermutet. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt noch Dänemark, aber ich mache jetzt auch nach Kassel, weil ich dich mal Ja. sprechen wollte. Weil es so ein bisschen rasselt und knistert im Hintergrund. Die haben was gemacht? Ja, die haben einen Vertrag gekündigt und die haben auch die letzten Fahrten nicht bezahlt. Die sitzen da drinnen in dem Aha. Gebäude, grinsen mich an und sagen, verklagen Sie uns doch. Ja. Weil die genau wissen, dass du das als kleines Unternehmen nicht durchstehst, weil du den Atem dazu nicht hast. Ich krieg eine Meise. Ich könnte sowas, ich könnte im Strahl kotzen. Deswegen Wirklich? Krisentreffen in Kassel. Ich weiß nicht, wo bist du gerade? Na, Dänemark holen sie, aber ich fahre jetzt mit Ja. Leerfahrt nach Kassel runter. Also, das haut alles hin. Ja, hast du schon vorgeahnt, ne? Naja, ich wollte mal zu dir, aber ich habe dich nicht erreicht. Und irgendwie, Ja. man kriegt ja, ich krieg ja trotzdem so ein bisschen was mit im Hintergrund, aber das habe ich mir nicht erwartet. Ja, also ich kann jetzt gar nicht mehr sagen. Du kannst dir selber vorstellen, warst ja selber auch zeitlang selbstständig. Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber der Himmel sieht sehr, sehr grau aus. Das kann ich mir Und vorstellen, weil da hängt ja ein bisschen was dran. Du hast extra die Autos angeschafft und ja. da hängen ja auch Kredite dahinter. Die bedient werden müssen. Gottes Willen. Vor allen Dingen, ich will nicht wissen, wie die Bank reagiert, wenn die, das müssen wir ja mitteilen irgendwie, wenn die erfahren, dass hier ein Einnahmerückgang ist. Pass auf, aber bringt jetzt alles nichts. Ich komme mit der Zugmaschine hoch nach Kassel. Ich habe ja schon mal Luigi in der Zwischenzeit kontaktiert. Vielleicht ergibt sich da eine Möglichkeit, schnell Geld freizusetzen.
Wir treffen uns in Kassel. Machen wir es kurz. Alles klar. Ja. Gut. Aber fahr vorsichtig. Gibt Ja, hoffentlich für alles eine Lösung. mach ich. Ich werde nur den Hotdog, den ich mir gerade geholt habe, den werde ich nicht essen, weil ich bin gerade gedient. Ja, das glaube ich. Ich kann auch nicht essen gerade. Gut. Außer eine Flasche Johnny Walker. Ja, Naja. das macht sich beim Fahren immer ein bisschen schlecht. Ja, das war. Ich muss los. Alles klar. Alles klar. Marian, Gut, bis fahr dann. vorsichtig. Ciao. Gut, dir auch, ciao. Ja, Leute, bringt alles nichts. Ich mache mich los. Und ihr werdet Verständnis haben dafür, wenn ich euch nicht mitnehme jetzt. Ich muss einfach gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich habe da jetzt echt keine Gedanken für. Ich weiß gar nicht, ob es weitergeht. Macht's gut.